Die Kufiya bedeutet mir sehr viel. Es erinnert mich an meine Heimat, vor allem, weil ich dort nicht hin kann. Ich fühle mich damit palästinensisch. Als Kind habe ich meinen Großvater damit gesehen. Früher haben wir uns alle um meinen Großvater versammelt und haben ihn gebeten, uns Geschichten über Gaza und Palästina zu erzählen. Es bricht mir alles das Herz. Diese Geschichten waren unser Tor in das Land. Ich habe neulich auf Instagram ein Zitat gelesen. Wer wir heute sind, verdanken wir den Entscheidungen unserer Großeltern. Das stimmt absolut.